Hallo, willkommen zu einer neuen Meckerbellum-Runde. Jetzt ein paar Tage wieder Pause gehabt. Ich habe jetzt vor, meine Idee mal zu üben. Ich habe eben Simulator mir das kurz noch angeguckt, wie ich es aufstellen möchte. Also ne, ein bisschen weiter hinten aufstellen war die Idee und mit dem Vulcan-Buddy-Programm arbeiten unter Umständen. Also den Vulcan auf jeden Fall, der Buddy vielleicht. Genau. Und vielleicht baue ich das ein, aber da weiß ich nicht, ob das wirklich da reinpasst mit der Wespe. Also Crawler, Wespe und dann stellt man die so hin, dass die am Anfang halt ein bisschen den Gegner auf Trab hält. Ich glaube, das klappt aber besser, wenn man vorne steht. So, los geht's. Ah, fast 1900. Ja, fast, ja, 1800, ne? Wenn man runden würde. Das wird jetzt sicher steil bergab gehen. Man muss schon, glaube ich, immer die gleichen Taktiken und Strategien anwenden, wenn man auf höheren Elos konkurrenzfähig sein will. Da gibt es nicht viel Raum für Fehler. Und ausprobieren hat ja, ne, ist mit Fehlern immer verbunden. Also Elite machen wir nicht, das passt da gar nicht rein. Tarantel, wenn es geht, nicht. Cost Control passt immer gut. Artillerie ist ein bisschen unschön. Die Panzer werde ich nachher wahrscheinlich verkaufen. Ich packe jetzt erstmal an die Seite. Genau so hin. Das Problem ist, dass sich eigentlich bei dem Aufbau schon gar nicht lohnt, über einen Vulcan zu denken, hätte ich jetzt gesagt. Naja, das wird mal überraschen. Und zwar kaufe ich alles fleißig nachher. Mal sehen. Ich weiß, dass sie das alle drei Felder entfernt davon aufstellen, aber ich sehe noch nicht das Muster dran. Wenn solch ein Crawler da auftaucht, seid ihr dann eben drei Felder weiter davon entfernt, den wegzuholen und entsprechend euer Chaff dann eben später an der Front. Die Flammenwerfer, glaube ich, aber das kann man auch anders lösen. Weil ich sagen will, es kopiert nicht einfach alles blind, nur weil es mal irgendeiner gemacht hat, der top ist. Der hat sich da vielleicht auch was bei gedacht und vielleicht klappt es auch nicht in jedem Szenario. Naja, ist natürlich Kanonenfutter meiner Armee, ist gar keine Frage dagegen. Das Problem im Moment könnte halt sein, dass das mit dem Einbauen ein bisschen schwierig wird, ne? Sinnvoll einbauen, was ich da eben, ne, gesagt habe. Boom, direkt. Genau. Ist einfach nichts, wo man das sinnvoll einbauen könnte. Derzeit. Alles Käse, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. Arclight-Spam, okay. Also es ist halt sein erster Chaff, den er jetzt geholt hat, ne? Also, und ich habe sowieso schon Anti-Chaff, also von daher kann ich einfach den Vulcan nicht rechtfertigen. Das ist einfach Blödsinn, den jetzt zu spielen. Luftabwehr, Elite. Vielleicht will er wirklich eine Arclight-Spam machen. Who knows? Dann gehe ich gleich einen Hacker holen, oder? Elite-Rhino. Ich hacke alles, also auch eine Elite-Rhino ist. Ich bin eher flexibel. Ja, dann machen wir das hier. Da kann man alles mit abknallen. Ich meine, das würde wahrscheinlich auch klappen, ne? Aber das ist schon nice. Genau, der fährt dann da einfach gleich mit. Die gute Wespe.
Die porten wir jetzt auf die andere Seite. Wieken direkt voraus. Würde wahrscheinlich nicht so viel bringen, ne? Fällt die Frage, ob er jetzt mit dem Satellit da reagieren würde. Ich fahre jetzt einfach mal gerade da durch. Dann machen wir das Kleinvieh da alles weg. Und ansonsten wirklich mal den Hacker schon mal holen. Es fehlen genau 100 für die Reichweite. Das ist natürlich doof. Die Frage, ob der so funktionieren wird, ne? Ja. Das war jetzt nicht so gut gemacht von mir. Die Reichweite hätte ich halt gebraucht. Die hätte ich gebraucht. Okay, der hat drei Mustangs geholt. Aber das ist gut, das würde für die Vulcan wieder passen. Also ich verkaufe die Wespe jetzt gleich, ne? Ja, der Schild war völlig sinnbefreit. Genau, also alles Blödsinn, ne? Was ich da im Moment mache. Die Reichweite für die Hacker auf jeden Fall. Und hätte ich halt eben richtig gespielt schon, ne? Hätte ich die 100 geachtet, dann hätte ich es ein bisschen anders gemacht. Dann hätte das geklappt, dann hätte ich schon vorher einen verkauft. Also da war jetzt unendlich viel falsch gespielt von mir. Reicht aber für die Runde noch. Wäre das ja der Grund, wo man Sachen halt üben, 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 üben muss und nicht mit irgendwas Neuem kommen darf, wenn man Competitive spielen möchte. Der eine Level 3 Mustang hat es dann gelöst, schade. Also ein Range-Ding ist natürlich nice. Aber jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, den da rechts auszulöschen, wenn er da durchläuft, samt Artillerie. Das ist, glaube ich, etwas, was ich noch gerne benutzen wollte. Genau, so, die brauchen jetzt Reichweite. Verkaufen. Glaube, das können wir ohne tatsächlich machen. Noch ein. Einfach mal alle fleißig hacken. Ich habe zwei Devices verloren, ne? Das ist schon sehr, sehr beschissen. Das kann man nicht empfehlen. Ja, und statt dem Vulken halt jetzt hier vorne die über Reichweite spielen, dass die alles wegholen an kleinen Vieh, ist wahrscheinlich die beste Lösung. Also früher war die Hardcounter gegen Arclight-Spam Fortress. Aber Hacker könnte auch gehen, glaube ich. Das ist halt, wenn die eine Elite und Reichweite haben, dass er dem Hacker vielleicht nicht mehr rankommt. Muss man mal die Lage abschätzen. Haben leider zu viele Mustangs überlebt. Ich habe ihn. Und die Wespe rechts ist durch. Knapp mit dem Heck. Ah, der hilft aus, weiß. Der Gegner hat halt auf Schaff verzichtet, ne? Das macht sich jetzt bemerkbar. Mit dem Erfolg der Hacker. Boah, nochmal da rein, ne? Ich will diesen einen halt haben, den da. Dann kann die da unten halt funktionieren. Achso, ich wollte die beide aufleveln. Genau, ansonsten können wir die gleiches Modell-Tanks vielleicht nehmen. Du, 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 du.
Ein Schutzschild reinpacken. Wegen der Adrigal halt sehr unschön. Allen auf jeden Fall mal eine Range geben. Und vielleicht einen Umf. Die Paranoia. Ich habe ihn wiederbekommen, den Mustang. Nice. Weniger mit dem Orbital als mehr mit der Reichweite des Arclights. Aber ist ja egal, Hauptsache ich habe ihn. Also die Chaff-Funktion erfüllt im Moment seine Mustangs, ja, die da nach vorne sind. Auch störend, tatsächlich erfüllt sie das ein Stück weit. Da müssen wir uns ein bisschen schneller darum kümmern gleich. Wie lange kriege ich die Wespe dann noch durchgezogen? Das ist halt die Frage, ne? Jetzt habe ich ja kein Orbital mehr. Jetzt bräuchten wir halt mal ein Feuerchen für die Wespe. Ja, das wäre wie gesagt ganz gut gegen die ganzen Dinger da. Weil der halt nicht viel Schaden hat. Also die mit Schutzschilden wäre jetzt, glaube ich, schon eine gute Antwort. Ja, wenn jetzt hier das Luftvieh kommt, dann fehlt mir allerdings die Anti-Air. Ich habe den Dings ja eben verkauft. Also das wäre jetzt ein bisschen tricky, leider. Da muss ich Anti-Air dazu kaufen, wenn ich das jetzt hole. Geht halt nicht anders. Genau, die müssen wir noch mitnehmen in den Level, den auch. Noch ein Level mitnehmen. Wie gesagt, ich mache es jetzt so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Ne? Das wäre jetzt mein Motto. Und dann sehen wir mal weiter. Ich glaube, ich mache nochmal einen von denen. Weil die ja doch hier jedes Mal vorfahren, die Freunde. Also die ein bisschen schneller wegkriegen. Das ist eigentlich auch gar kein Modelltank da. Ne? Also wenn ich mich da hinstelle, dann ist der eh, fährt er da rein, wenn ich Glück habe. Ja, das ist die Luftwaffe. Ich habe jetzt noch keine große Reichweite, ne? Da muss man gleich mal drauf gucken. Oh, ich bin so doof. Hätte ich es richtig gemacht, wäre der jetzt gestorben. Ich habe den Satellit falsch gestellt. Das war doch sichtbar, dass das passieren würde. Das war natürlich unendlich dumm. Ja, heute nur dumme Fehler. Muss ich jetzt wieder warm spielen anscheinend. Also die brauchen gleich Reichweite. Ich glaube, der Gegner hat das komplett übersehen, dass der also vergessen hat, Schacht zu kaufen, ne? Deswegen die Hacker also astronomisch gut funktionieren. Und wenn ich nicht so dumm im Satellit wäre, würde auch der Mustang, also der funktioniert eh nicht so gut, aber würde er noch schlechter funktionieren. Tricky, tricky, tricky. Weiß nicht, so ein Asset lohnt sich ja, glaube ich, nicht. Das ist sehr teuer. Was anderes zu dem Schild. Da kann ich die Reichweite zumindest deaktivieren. Ich will immer hier rechts durch, wenn es geht. Geht da jetzt nicht so viel raus, aber was weg ist, ist weg. Genau, die Hacker immer noch mal besser machen. Ja, die brauchen Reichweite, sonst klappen sie halt nicht. Noch mal ein bisschen Kleinvieh. Der kann da, glaube ich, auch in der Mitte mit rein. Dieser Marksman ist halt eventuell ein Problem dann. Ich glaube, da mache ich lieber hier. Und hoffe, dass das funktioniert. So, jetzt versuchen wir das im Satellit und diesmal vielleicht ein bisschen seltener dumm. Auch. Wenn ich noch einen über habe, dann nuken wir den einfach schnell.
Aber der hat die, glaube ich, die so neu dahingestellt, ne? Wichtig ist halt, wie gesagt, diese Mustangs da schnell kriege. Weil die Wespe kann ich nächste Runde verkaufen. Ja, leider alles deaktiviert hier links. Das ist natürlich eine Katastrophe. Die Horde, die bräuchten halt irgendein Upgrade, damit die eine Funktion haben, ne? Die sind ja nur die Konter gegen die, wenn die dann auch eine Reichweite haben oder mit Schutzschild den Rest das Schießen ermöglichen. Aber jetzt habe ich am Sturm viel mehr verloren als der Gegner. Das war, glaube ich, der relevantere Part. So, weg. Javelin. Ist auch noch eine extra Wespe dabei. Also der macht jetzt einen Wespen-Spam offensichtlich. Hoffentlich treffe ich damit noch. Genau, der macht jetzt einen Wespen-Spam, würde ich mal stark vermuten. Da lässt sich ja nicht viel gegen machen. Da muss ich jetzt auch Luftabwehr spielen. Ja, hat aber Schutzschilde. Also das jetzt, glaube ich, mit den Raketen zu machen, wäre ein bisschen sehr tricky. Ich habe da nicht viele Optionen, ne? Also das einzige Sinnvolle, diesen Spam runterzuholen, wäre, glaube ich, wirklich das hier. Oder wir suchen diese neue Einheit. Ach, den kann man nicht bauen, den Seer, ne? Ja. Also das könnte man jetzt, die Entscheidung könnte man jetzt das Spiel halt entscheiden. Und aufgrund dessen, dass der halt Wespen mit Schilden da die ganze Zeit spawnen will, glaube ich, ist das hier die beste Antwort. Ist nicht der größte Freund von, gar keine Frage. Ich müsste halt eigentlich die Fortress zum Laufen bringen. Aber das ist so natürlich nicht, ne? Passiert so nicht. Ja, zu wenig Zeit zum Nachdenken. Ich brauche halt 500 wieder Schild oder sowas. Und das müssen wir noch schnell ausgeben an jemanden. Das war jetzt Kurzschlussreaktion. Ich hätte es, glaube ich, lieber auf den gegeben. Ja, wie gesagt, die beiden Fortresse, die sind halt, ne, man sieht das ja in den Wert noch, die machen nichts. Die brauchen Upgrades, damit die was machen. Und die habe ich denen halt nicht gegeben, weil ich halt noch eine Menge Spielerei dabei hatte. Und das kostet mich enorm viel. Also man muss sich dann entscheiden, was man halt machen will. Also die besiegen die Arclights, das machen die aber auch schon, ne? Und da müsste ich die wahrscheinlich mit Schilden machen, damit der Rest funktioniert. Und da sind halt jetzt zu viele Baustellen auf. Und das ist halt, wenn man das neu macht, sowas und nicht einfach aus dem FF. Ach ja, also die nächsten 10 Runden werde ich eher mehr verlieren als gewinnen, weil ich ja erst was eintrainieren muss. Da habe ich eigentlich gar keine Zweifel dran. Badger. Ich würde lieber bei dem, was ich jetzt schon habe, das verbessern. Das mit Artillerieschuss. Flugabwehrwespen hat der. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe ja schon Flugabwehr im Bau. Okay, dann packen wir die jetzt noch dabei und dann machen wir jetzt Folgendes. Da machen wir die jetzt Schilde. Und die kriegen nochmal Feuerraketen für den Gegner. So. Noch ein Feuer in die Mitte. Genau. Im Wespenschwarm ein bisschen ausdünnen, wenn es geht. Ja. Oh, der Rest muss einfach so klappen. Jetzt einfach mal schnell töten. Hab ich noch Kredit gehabt? Nee. Also, er wäre so nett, die Wespen alle auf eine Seite zu stellen, dass der Sturm besser trifft. Aber wird es reichen? Das ist eine andere Frage. Öl hätte ich noch legen können, hätte ich das ein bisschen besser eingeplant.
Ja, ich brauche mehr Muskeln. Das Problem ist halt einfach die Super-Gießkanne, die ich da habe. Also ich spiele dem Spiel, glaube ich, so 1 bis 2 Runden hinterher. Ansonsten war das, glaube ich, schon die richtigen Einheiten. Aber ist jetzt vorbei. Also ein klarer Fall von keine Ahnung, wie man spielt gehabt. Also es gibt so viele Sachen, was da nicht funktioniert hatte. Auch das Kaufen und Verkaufen der gleichen Einheit war wahrscheinlich auch nicht hilfreich. Und dann ist mit der Wespe, die hat natürlich dann eben auch gefehlt. Da fehlen halt mindestens 2 Einheiten auf dem Feld noch. Naja, also die Dinge habe ich viel zu lange deaktiviert gelassen. Man sieht das ja hier, ne? Und das ist schon ein spielentscheidender Faktor. Ja? Zumal sein Ding halt eben auch eine Funktion erfüllt hat hier vorne, was meine halt nicht gemacht hat. Und da war, glaube ich, alles scheiße. Aber so ist das halt. Wie gesagt, neue Strategien, ne? Da werde ich jetzt unendlich viel MMR verlieren. Unendlich viele Leute mit glücklich machen, wahrscheinlich. Muss man durch. Die Frage, die mir vielleicht stellen kann, ist, ob ich von Anfang an einfach doch die Vulcans einlogge, obwohl er keinen Schaff hatte. Weil man die am Schluss vielleicht dann trotzdem gebraucht, wie man jetzt gesehen hat. Und da sind natürlich die 1000 kleinen Fehler bei gewesen, ne? Dass ich zum Beispiel kein Öl genommen habe in der letzten Runde, war absoluter Blödsinn. Und viele andere Kleinigkeiten und dann die, ne, die ganzen Devices, die ich umsonst gestellt habe. Das hat natürlich auch nochmal viel ausgemacht. Ja, das ist alles Schrott. Na gut. Ich will mich halt immer noch hinten aufstellen, aber das sieht aus, als ob das ein Rush wird. Was soll sonst werden? Und dann hinten aufstellen, nicht so geil. Also da müsste ich jetzt tatsächlich sagen, ich muss ein etwas reguläres Spiel hinlegen. Ansonsten werde ich gelegt. Das ist doch wieder eine Scheiße hier. Also man weiß ja nicht, also die beste Methode wäre einfach einen eigenen Rush aufzustellen dagegen. Wir versuchen es mal so. Ja, muss irgendwas Tankiges an die Front, aber habe ich ja nichts. Ihr wisst natürlich auch nicht, von welcher Seite die jetzt kommen, die Freunde. Okay. Das sieht auch noch so eine Trollstrategie aus, wo man dann dahinter die Wespen setzt oder irgend so ein Schnickschnack. Also die Grundregel ist ganz simpel. Wann immer ihr verliert gegen jemanden, der keinen Schaff hat, wie er oder der eben, habt ihr was falsch gemacht. Ja? Das muss man mal ganz klar so sagen. Und da müsst ihr euch dann genau angucken, woran es gelegen hat. Es gibt auf jeden Fall den Fehler, der ist bei euch zu suchen. Also das sollte eigentlich eine einfache Runde deswegen jetzt werden. Sofern ich jetzt nicht wieder irgendeine Trollstrategie selber aufbaue, die nicht durchdacht ist bis zu Ende. Ohne Schaff lässt sich auf jeden Fall nicht spielen. Das ist die Message. Hast du denn da drin? Eigentlich nichts Wettbewegendes. Ja, ich mache da jetzt keine langen Experimente, oder? Ich mache das jetzt einfach ganz stupide. Da. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Er steht da natürlich super scheiße. Dann rollt er halt so dran vorbei. Ja, die Mustangs, ne? Die hauen mich halt komplett raus aus dem Spiel. Wie so üblich, was ist neu? Also, die brauchen halt Reichweite, damit die den Gegner nicht aufleveln. Und dann habe ich kein Geld, um das normale Spiel zu spielen. Und als Shopkeeper sind sie garbage. Es ist wirklich, Mustang-Start ist wirklich eine Riesenkatastrophe. Ich kann die jetzt nur einfach weiter an die Front fahren lassen, dass sie da sterben. Und dann eben mich um den Rest des Spiels lieber kümmern.
Also ein zweiter Skorpion wird auch schon reichen, denke ich. Mustangs, ey. Wie sollte das der Starthand verboten werden? Doof. Genau, noch einen dahin und dann ist das erstmal geklärt. Ja, ich müsste halt die Crawler ein bisschen besser bekämpfen, was ja kein Mustang-Job ist, aber da machen wir wahrscheinlich gleich eher lieber einen Flammenwerfer oder irgendwas. Es gibt eine Menge Antworten, ich kann dir nur diese Runde nicht sinnvoll holen, es sei denn, ich will dir jetzt Arclights dahin locken. Und das will ich eigentlich nicht. Ja, geht ja nicht anders. Geht nicht anders. So, jetzt habe ich, weil ich einfach geklickt habe, es da drauf gepackt, jetzt den Unit Drop aufbewahren müssen. Ach ja, wenn dann richtig. Wenn dann richtig dumm alles. Zum Item vergeben? Öl hätte wohl ein bisschen weiter nach hinten gemusst. Wie gesagt, ich habe keinen sinnvollen Shaft Clear, ne? Ich mache das ja sicher nicht über den Mustang-Rest des Spiels. Ja, das haben wir schon klar, dass mir diese Runde fehlen wird. Aber nächste Runde kommt der Shaft Clear in ordentlicher Form. Die Hoffnung ist halt, dass das Aufleveln der Steel Balls egal ist gegen die Skorpione, ne? Aber dass also ich mit dem Shaft Clear. Also, das sind halt Mustangs, ja? Die kosten viel und bringen nichts. Gegen Shaft Clear. Das war schon immer so gewesen. So, was gibt's denn hier? Fire Badger. Na gut, dann hätten wir damit jetzt einen Shaft Clear. Hätte jetzt eigentlich mal was anderes gedacht, aber. Das Problem ist halt, wenn er den Fazier holt, ne? Und ich hole den da, dann werde ich die ganze Zeit bombardiert. Egal. Wir machen das jetzt hier vorne. Die clearen das jetzt fleißig, das Zeug. Fertig. Regeneration. Bringt da wahrscheinlich nicht viel drauf dann. Egal, so. Und einfach eine Rüstung auf allen Seiten. Machen wir auch keine Kompromisse. Machen wir da noch einen von drauf. Dann gehen wir den in die Reichweite, Sicherheit und sowas. Und dann schauen wir uns das mal an. Kann man dafür zahlen? 9000? Ja. Ja, das Spiel geht Richtung Schachmatt wieder. Muss ich gucken, ob ich gleich noch Platz für eine War Factory so habe. Oder wie wir das machen am besten. Noch hat er ja nichts, was eigentlich Feuer abhält, wenn ich da mit Feuerreichweite durchgehe, ne? Vielleicht klappt das auch mit diesem Skorpion, wenn ich genug brauche. Und ich packe einfach mal eine Wespe dabei, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ohne Reichweite macht er das. Okay. Dann schießen wir einfach hin und her, ne? Mal gucken, ob wir das machen wollen. Ich kann die ja wahrscheinlich eh da oben mit einem Crawler sehr lange ablenken, auch wenn ich möchte. Also die über Reichweite, damit die das Kleinvieh nochmal ein bisschen schneller töten. Boah, dann schießen wir uns da doppelt durch. Mal gucken. Brauche ich zwei Schüsse. Also zumindest bei dem Level 1. Der andere macht es, glaube ich, so oder so. Also wenn er jetzt auf den Steamrolls bleibt, sollte das eigentlich ein lockerer Win werden wieder. Auch wenn der jetzt hier tankier ist.
Also Skorpione sind einfach, also da gibt es keine andere Antwort. Also Skorpion killt einfach Steamballs. Joa, machen wir einen Schuss. Dünnen wir das ein bisschen aus da. Level mitnehmen. Da auch. Man weiß ja nie, wann Luft kommt. Das wäre auch mal ein Punkt für uns wäre, vielleicht mal eine Runde Luft zu spielen. Also jetzt mehr von denen werde ich wahrscheinlich nicht machen. Einfach mal eine Runde Wespe dabei. Genau. Bomber durch. So, die Adri haben wir schon mal. Teil. Und die Wespen, die räumen aber jetzt auf, ne? Ob meine Marks werden jetzt ausreichen für die Phönix, ist eine andere Geschichte. Sehen wir dann gleich. Dreißigtausend, 32.000 die andere. Ich habe, glaube ich, noch einen Marksman, genau. Der wird gerade nach vorn geschoben, damit er schießen kann. Danke. Weiß gar nicht, habe ich Doppelschuss drin? Genau, das wäre gegen Schilde ganz gut. Alles nicht so super notwendig. Genau, ja, die Wespen, das war jetzt natürlich, ne, so ein Einmal-Ding. Dass das nicht regelmäßig klappt, war schon klar. Ja, dann geben wir denen jetzt hier Doppelschuss und Reichweite und hauen noch ein paar mehr davon raus. Okay. Sonst eine Runde Öl. Kann ich gleich anzünden, wenn ich dann einen von denen da vorne hinkaufe. Das ist der Plan so ein bisschen. Ansonsten mal die Modelltanks einfach eine Runde wegräumen, die da sind. Gehen die Adlerie geht das, um Gottes Willen. Okay. Er stellt halt keinen Schaff an die Front der Gegner. Genau, schießen wir auf die ganzen Phoenix-Spam. Zumindest fangen die damit an, die Marksmen. Next sind die Freunde. Okay. Ja, es ist schon sehr verkrampft angefangen, aber ich glaube, ja, das lag halt alles in diesen Mustangs, ne? Die waren halt völlig und absolut sinnbefreit, diese Scheiße. Ja, da braucht man, also Mustang-Start ist einfach, ich hätte nicht picken dürfen. Ich gucke manchmal so sehr auf den Spezialisten, ne? Ja, aber die sind hinten aufstellen, also ihr merkt das schon. Man kann es auch nicht immer machen und dann ist es auch, muss man es auf jeden Fall üben, üben, üben. Ich mache das jetzt, aber das wären ein paar unangenehme Spiele, die nächsten. Naja, bis dann, ne? Ciao, ciao.